Und ich würde mal sagen, Sie können hier gleich weiter klatschen, denn jetzt freuen wir uns auf Anastasia. Herzlich willkommen nochmal. Anastasia ist bei uns, hat ein neues Album, Our Songs heißt es. Und das ist deshalb so was Besonderes, weil darauf nämlich Coverversionen von deutschen Hits sind, unter anderem von den Toten Hosen, von Tage wie diese. Und deshalb wollen wir natürlich wissen, Tage wie diese, warum zum Beispiel dieser Song? Well, actually, we were searching for songs. Wir suchten nach Songs. Und in diesem Prozess hat mein Produzent gefragt, ob Campino vielleicht interessiert wäre, dass ich diesen Song singe. Und er sagte, Anastasia, ja. Also er hat ihn geschrieben und er hat das Demo gesungen. Und ich brauchte noch die Billigung, nachdem ich das gesagt hatte. Also ich wartete auf das Okay und ja. Ja, Daumen nach oben. Und Sie haben das eben schon erzählt, das Demo war in sehr britischem Akzent gesungen, weil Campinos Vater, was ich gar nicht wusste, glaube ich, Brite ist. Also zunächst einmal bekam ich die Demo und er singt so. Und ich war, Moment mal, wer singt das Demo? Und ich hatte keine Ahnung, dass er Englisch und Deutsch ist vom Hintergrund. Wenn er Englisch singt, dann singt er wie ein echter Engländer. Da war ich sehr überrascht von. Das Lied von den Toten Hosen ist ja nur einer von vielen Songs auf dem Album. Auch andere deutsche Songs sind da drauf. Wie haben Sie die eigentlich ausgewählt? Wonach ging das? Also, es gab einen ganzen Prozess. Es dauert natürlich eine Weile, den deutschen Songs zuzuhören. Und ich als Songwriter höre mir die Melodie an. Also, kann ich meine Stimme in die Melodie spüren? Fühle ich irgendetwas, wenn ich einen Song höre? Also, zunächst war es die Musik und dann finde ich heraus, was der Text sagt. Und manchmal kann ich das nicht singen. Und dann sage ich, nein, nein, das funktioniert für mich nicht. Und wenn man die Worte hat, dann braucht man natürlich die Genehmigung, diesen Song zu nutzen. Das war also ein ganzer Prozess. Und dann haben wir Songs gefunden, die uns gefielen. Und dann gab es diesen Übersetzungsprozess. Also ich habe das so effektiv wie möglich versucht zu übersetzen. Ich habe versucht, diese Storyline zu behalten, denn die ist ja wichtig. Aber ich habe auch versucht, den Rhythmus beizubehalten. Und das ist ganz kompliziert. Ich werde das nie wieder machen. Ich habe so viele graue Haare bekommen, die kann man jetzt nicht sehen, aber es ist ganz schwierig. Aber ich bin sehr stolz, dass ich das präsentieren kann. Das ist wirklich eine Errungenschaft, die mich selbst überrascht hat. Sie haben unglaublich viele Fans in Deutschland und die auch froh sind, dass Sie jetzt auch wieder live auf Tour sind. Die Tour geht im Juni los, dann im Herbst kommt das Album. Und es ist ja gut 20 Jahre her, dass Sie kometenhaft aufgestiegen sind als Pop- und Rockstar mit, wir haben das mal nachgeguckt, 19 Millionen verkauften Tonträgern, nee, Quatsch, 30 Millionen verkauften Tonträgern in 19 Ländern auf Platz 1. Das ist jetzt 20 Jahre her. Sie sind immer noch sehr erfolgreich, aber das war doch bestimmt eine verrückte Zeit. Wie blicken Sie heute auf diese Zeit? Ich denke, dass ich sehr dankbar sein kann für die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Glaube ich, dass ich auf diesem Niveau hätte bleiben wollen? Ich weiß nicht, wie mein Leben ausgesehen hätte, wenn ich auf diesem Niveau geblieben wäre. Denn es hilft ja, anderes zu erfahren. Und ich habe schreckliche Gesundheitsprobleme. Immer wenn ich ein Gesundheitsproblem habe, sage ich Time out. Also es war wahrscheinlich einfacher für mich, einfach mein natürliches Leben weiterzuführen und mir keine Gedanken zu machen um die Charts, einfach um live singen zu können und die Songs zu singen, die die Menschen kennen und lieben. Dieses Projekt ist ganz neu. Das sind alles neue Songs. Also für die anderen Länder sind das neue Lieder. Und wir wollen jetzt was hören, die Live-Premiere von Best Days. Wir dürfen Sie schon mal zur Bühne bitten. Anastasia, vielen Dank. Vielen Dank und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sagen wir Tschüss und bis morgen natürlich. Genau, das Album kommt.